Moin, moin. Ja, hier ist wieder Delphi mit einer weiteren Folge mit Landwirtschaftssimulator 2013. So, heute machen wir natürlich hier wieder weiter. Und zwar wollen wir jetzt noch die restlichen Rüben mit unserer Sämaschine hier hinten noch reinbringen. Ja, es ist mir so ein ganz kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar die Zeit, weil ich schon wieder vorbereiten wollte, was ich bei euch in der nächsten Folge zeigen wollte. Da können wir mal kurz rüberspringen. Da sind die hier weitergelaufen und man siehe da, die sind ja hier schon fast fertig. Aber das kann man ja eigentlich, wenn man so sieht, nicht als Fehler sehen. So, dann kleinen Moment. Switche mal hier schnell zu denen hier rüber. Und ja, dann werden wir hier die beiden Fahrzeuge zum Hof bringen. Wir werden jetzt die Felder erstmal fertig machen. Und kleinen Moment, warte mal, das könnte er doch eigentlich machen. Das müsste doch eigentlich reichen, ne? Oder? Okay, lassen wir ihm das fertig machen. Nicht, dass er nachher ganz ein Jahr rumsteht. Wir hätten ja jetzt vorfahren können. Der hat ja genau die gleiche Arbeitsbreite. Wir stellen den erstmal beiseite und switchen dann zu diesen hin und werden den auch zum Hof bringen. So, das darfst du erstmal dann. Wenn wir das soweit geschafft haben und den Klaas Cereon da hinten. Mal schauen, dass wir denn hier heute mit Mist anfangen. Aber da müssen wir mal schauen, wie weit wir da heute kommen. Weil wir brauchen ja, ist mir denn das, was ich ausprobiert habe, wir brauchen ja dann noch einen Teleskoplader, um den Mist in den Hänger zu laden. Ja, und deswegen eins nach dem anderen. Also wir werden heute hier nicht mit Mist fertig werden. Im Gegenteil, das wird sich wahrscheinlich noch mindestens um 2 Folgen hinziehen, weil da kommen ja noch ein paar andere Sachen noch zu. So, jetzt sind wir bei denen hier, bei dem werden wir jetzt weiter beobachten, bis der jetzt hier die Bahn fertig hat. Und ja, wir könnten ja schon mal eins machen, ja, das könnten wir machen. Wir brauchen jetzt hier nicht zugucken. Werden einige sagen, okay, mach das. Und zwar werden wir uns hier diesen Deutsch Agro Vector 35.7 holen mit 105 PS. Der Deutsch Agro Vector 35.7 ist ein kompakter und wendiger Teleskoplader mit hervorragender Rundumsicht und geräumiger Kabine. Kostet 103.000, also ist okay. So, den werden wir jetzt hier holen und dann brauchen wir natürlich eine Schaufel. So, die kaufen wir auch. So, und zurück. So, das nächste könnten wir noch schnell mit ihm jetzt hier noch machen. Weil wir brauchen ja nachher, da könnten wir noch schnell mal nebenbei 2 Fuhren reinkippen. Weil wir brauchen wirklich viel Dünger. Ja, und die BGA produziert ja für unsere Felder auch Dünger. Und deswegen werden wir jetzt hier schnell mal sehen, dass wir jetzt hier 1-2 Fuhren reinkippen und können ja nachher dann noch dann kurz mal weitermachen. Weil man sieht, es ist ja schon komplett leer. So. So, das wird ja bestimmt der andere jetzt mit die Rüben jetzt schon fertig sein. Da werden wir jetzt gleich hin switchen und den dann zum Hof bringen. Bevor wir dann anfangen mit Mist laden. So. Da nicht.
Da steht unser. So, da haben wir, sag ich ja. Und dann werden wir mit X-Taste hier erstmal zusammenklappen. Ja, steht da genauso. Auf der anderen Seite. Wir müssen jetzt komplett hier über den Berg wieder zurück. Und eigentlich wäre ziemlich der jetzt hier besser für Mist und Gülle ausfahren, weil er ziemlich schnell unterwegs ist. Der bringt ja, wie gesagt, fast 65 km/h. Ja, aber wir müssen ja noch den Klaas Cerion, müssen wir ja auch noch vom Feld holen. Der steht ja nach oben noch mit die Kartoffelseemaschine. Aber ein nach den anderen. So, den stellen wir erstmal hier ab. Und dann werden wir ja sehen, mit welchen war denn hier. So, der startet schon. So, machen wir oben mal die aus hier. Das irritiert ja. Aber irgendwie fängt der hier an zu schwimmen, ja. Also bei der letzten Folge hat der wirklich einen sehr guten Eindruck gemacht und jetzt fängt der irgendwie an zu schwimmen, Mann. Als wenn hier bei denen jetzt hier irgendwie ein Bug eingetreten ist hier. Ja, ja, man merkt, er schlängert hier ein bisschen hin und her. Also wir werden erstmal den abkuppeln. Nicht, dass ich jetzt an den. Oh, ist ja. Nee, also wenn das hier so weitergeht, jetzt hängt er sich jetzt hier noch fest. Oh, nee. Jetzt kommen wir jetzt ja nicht mehr vorwärts. Jetzt ist aus. Irgendwas ist hier faul mit denen. Ich hatte noch bei der letzten Folge noch so doll gelobt. Da habe ich gesagt, den würde ich ja gerne. Ich muss erstmal jetzt hier einen Test machen. Oh, nee. Das kann doch nicht wahr sein. Wisst ihr was? Wir werden den hier verkaufen. Der spinnt hier total. Ne, also. Ja, ich hatte letztens ein paar Mods runtergeladen, aber da war er aber nicht dabei. Wer weiß, was bei den irgendwie ein Fehler eingeschlichen ist. Also den verkaufen wir definitiv jetzt. Eigentlich wollte ich ja jetzt hier mit Mist mit denen ausfahren, aber man sieht, er schlenkert ja hier hin und her. Also den verkaufen wir jetzt hier. Das ist ja. So, das einzige, den Fass, den werden wir jetzt hier mal abstellen. Den können wir ja auch noch ausprobieren. Vielleicht hat er auch so viel Gewicht. Ne, also er schlenkert definitiv zu doll. So, den verkaufen wir. Schade, schade um den. Also, letzte Folge hat der wirklich tadellos wunderbar funktioniert. Ist auch ein schöner Trecker. Aber ich weiß nicht, was jetzt ist. Ob er jetzt da irgendwie ein Bug jetzt mit drin ist oder eingefangen hat. Ich weiß es nicht. Aber ist egal. Wir verkaufen den jetzt hier. Zack, weg ist er. So eine Fahrzeuge können wir jetzt hier nicht gebrauchen. Natürlich wird der später noch ersetzt. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, können wir hier auch gleich mal mit unserem Teleskoplader schon den mal runterbringen. So, mit der Maustaste, wenn man den jetzt nach seitlich, nach links und nach rechts, sieht man, da bewegt man dann die Schaufel hoch und runter. So, nimmt man die andere Taste, also nimmt man trotzdem die linke Taste, schiebt man nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten mit der Taste. Aber die linke Taste gedrückt halten. Und die linke Taste gedrückt halten, nach links, rechts, vor, zurück. So, um jetzt den Teleskoplader auszufahren, muss man jetzt die rechte Maustaste nehmen und man kann nach vorne, zurück, vor, zurück. So, und schon funktioniert das. So, jetzt fahren wir den aber erstmal zum Kuhstall.
Da brauchen wir den. So, ja, wir werden heute die Folge so weit aufnehmen, so weit wie wir jetzt hier kommen, von der Zeit her. Ja, und aber das muss, ihr hört jetzt nämlich alles dazu, wenn wir schon vorne dann mit den Kühen und mehr beschäftigen wieder, brauchen wir auch die Technik. Da brauchen wir auch zum Beispiel den Frontlader hier, den Traktor. Den werden wir noch holen, um die mit einer Gabel, um jetzt die Ballen wie Heu und Strohballen damit zu transportieren. Also eine Futtermischmaschine brauchen wir ja noch, war also es kommen noch einige Sachen da dazu. Aber eins nach dem anderen. Jetzt bringen wir den erstmal rüber. Und dann werden wir hier den schwarzen Ungetüm, den nenne ich jetzt mal einfach schwarzen Ungetüm, werden wir nehmen und werden dann mit unseren Misthänger rüberfahren, dass hier unser Teleskoplader den befüllen kann. So, da sind wir schon mal. So, den bringen wir jetzt hier in Stellung. So, ja, das ist blöd, ist jetzt hier alles immer durchzuswitchen. Umso mehr Technik man hat, umso länger dauert das, aber besser als wenn ich jetzt hier überall jetzt hinrennen würde. So. Bin mal gespannt, wie viel Mist wir hier in unseren Hänger bekommen. Und wenn er leer ist, werden wir den aber gleich oben beim Kuhstall hochbringen und den dort stehen lassen. Weil dann ist der nämlich gleich an Ort und Stelle und dann kann man ja mal so zwischendurch, wenn man ein bisschen Zeit hat, den mit dem Teleskoplader den Mist füllen, bis er wieder voll ist und dann wissen wir, dass er wieder startbereit ist. So. Ich glaube, Strom müssten wir eigentlich auch noch reinfüllen. Wisst ihr was? Wir machen das einfach mal. Wir werden jetzt mal den hier abkuppeln. Werden jetzt hier unser Strohhänger nehmen. Ich weiß nicht, ist der hier noch voll oder ist der leer? Das ist die gute Frage. Wir kuppeln den einfach mal an. Ich weiß es nicht 100%. Kann auch sein, dass der hier schon leer ist. Das werden wir ja gleich sehen. Nein, hat noch 30% drinne. Gut, den werden wir jetzt dahin fahren und werden dann bei der Kühe gleich was reinmachen. Es, wie gesagt, wir brauchen ja Mist. Und ohne Mist läuft hier nichts. Das reimt es ja. Ohne Mist, da läuft ja nichts. So, dann werden wir hier erstmal abladen. So, maximal wieder erreicht. Gut, okay. Dann können wir den hier, wenn wir hier rumkommen, heißt es, ja, wir kommen rum, den wieder unterstellen. Eigentlich wollte ich ja noch gleich ein paar Kühe noch mehr kaufen. Wisst ihr was? Wir werden das so machen. Wir lassen den jetzt hier mal stehen. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind. So. Und werden uns jetzt hier, sag ich mal, noch ein paar Kühe kaufen. Ich denke, wir werden das jetzt hier von 50 auf 100 machen. Das werden wir machen. Und zwar kaufen, 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 kaufen. Und werden so lange drücken, bis wir da 100 Kühe haben. Die werden natürlich nicht alle auf dem Feld erscheinen. So, da haben wir jetzt 100 Kühe. Wunderbar. Ja, man sieht trotzdem nicht mehr, aber so, jetzt werden wir jetzt hier, wird es wahrscheinlich leer werden. Wir brauchen jetzt viel, viel, viel Heu. Aber wir brauchen Mist und Gülle, weil wir wollen ja unsere Felder damit düngen. So, dann müssen wir gleich noch den nächsten ranhängen. Ja, das gehört jetzt alles dazu. Aber die anderen Sachen rennen uns ja hier nicht weg. So, den abkuppeln. So, dann haben wir den jetzt schon mal wieder leer. Dann können wir dann irgendwann mal vielleicht eine Folge. Wir haben ja noch auf die Felder losen Stroh zu liegen. Und dann können wir damit gleich schon wieder voll machen. So, dann mal sehen, was wir hier. So, dann mal da ran.
So, zack. So, geht eine ganze Menge drin. Ja. Wir haben ja 50 Kühe gekauft. Das muss erstmal jetzt gefüllt werden. Und schon ist das Ding voll. Super. Perfekt. So, den werden wir jetzt hier wieder unter ein Dach stellen. Uiuiui. Vielleicht können wir mal zwischendurch die Dinger hier vielleicht mal voll machen. Aber jetzt wollen wir erstmal weiter mit unseren Mist befüllen und dann zum Feld fahren. So, den jetzt wieder runterstellen. So, zack. So, da steht unser Misthänger. Na, ein bisschen müssen wir noch. So. So, dann müssen wir so sehen, dass wir den jetzt hier vernünftig hinstellen. Der vernünftig auch rankommen. So. Ausgestiegen und zack rein. Muss mal kurz schauen, was die Zeit sagt. Ja, so. Jetzt werden wir mal sehen, dass wir hier den Mist hier irgendwie aufgeladen kriegen. Jawohl, das klappt schon mal. So, zack raus. Wo ich damals gespielt habe, da war der komplette Misthaufen so voll gewesen. Halt. Ja. Ja, ich muss erst mal wieder dran gewöhnen hier. Mit die Bewegung. Jawohl, jawohl. So, zack. Und wieder runter. Ja, ich bin mal gespannt, wie voll wir unseren Hänger hier kriegen hier. Ich hoffe, dass er voll wird. Aber wir haben ja schon hier in unseren LS13er hier den größten Misthänger, den wir jetzt zur Verfügung haben. Das gehört ja zum Original. Ja. Zack, wieder voll. Zack, wieder zurück. Also das läuft ganz gut, muss ich sagen. Also das habe ich eigentlich gar nicht so. Ah, boing. Ha, man hat schon gleich. Naja. Und wieder zurück. Hört man den Hintergrund. Bumu. So, zack. Ja, passen etwa so 2000 Liter in die Schaufel rein. Ja, aber ein Radlader passt weit, weit mehr rein. Aber. Na. Ja, da braucht man eine Weile, bis er hier den Rückwärtsjank hier einlegt. Aber wir wollen ja nun nicht hier auf Schnelligkeit hier arbeiten. So. Ein bisschen haben wir hier noch drin. Jawohl. Und dann wieder. So, mal gespannt, wie viel wir jetzt hier noch rauskriegen, ja.
allzu viel kann nicht mehr sein. Genau den Winkel hier erwischen. So, ich denke, das könnte wahrscheinlich bald die letzte Fuhre werden. Die hatten ja alle, kriegen wir jetzt hier nicht mehr. Ich glaube, das war's schon. Ja, das war's. Na, den hauen wir jetzt hier noch hin und dann. Ein bisschen Texturen bleiben ja. 100%ig kriegen wir ja nicht alles weg. Aber der Hänger scheint. Hoppala. Voll zu sein. Fast so wie. Hoppala, jetzt dreht er sich. Ja, gut. Okay, den werden wir jetzt hier an der Seite stellen. Und dann werden wir mit dem Traktor mit dem Mist auf dem Feld fahren. So. So, eine Seite. So, zack. So, weit können wir noch rückwärts fahren? Alter, der Zaun. Ja, wenn da irgendwann passiert ja nichts, aber im richtigen Leben muss man ja auch aufpassen. So, was haben wir jetzt? Jetzt habe ich gar nicht groß geschaut. Ja, 87%. Also 12.250 Liter Mist haben wir jetzt hier an Bord. So, muss aber schon wieder auf die Zeit achten. Ja, die Zeit sieht sehr gut aus. Wir werden jetzt den Mist rausfahren und dann den Trecker mit dem Misthänger zum Kuhstall wiederbringen. Und dann schauen wir mal, was die Zeit noch sagt. Sollten wir noch Zeit haben, dann könnten wir noch gleich mit dem Radlader bei der BGA da noch den Silage da noch reinkippen. So, ja, jetzt sind wir hier gleich rüber, querfeld ein. Ja, hier ist das Kartoffelfeld hier. Das machen wir später hier mit Düngen, aber jetzt fangen wir erstmal an, was am weitesten weg ist. Und das ist jetzt hier augenblicklich unser Rübenfeld. Ja, leider ist es gemischt Rübenfeld und Maisfeld, weil ein paar Reihen haben wir da jetzt Mais, aber es ist nicht so wild. Das kann ich euch ja kurz mal anhand der Schema jetzt zeigen. Fruchtsorten hier oben bei Feld 8, das Orange, das ist hier die Rüben und das Hellblaue, da haben wir jetzt Körnermais. Ja, ja, so sieht aus. So, Wachstum. Ja, alles nur alles blau. Hier 16, 17, da haben wir ja Raps drauf. So, hier können wir leider keinen Helfer einstellen, meine Freunde. Hier müssen wir selber düngen. Das heißt, wir drücken einfach auf Taste 2. Und dann müssen wir natürlich auf B drücken und schon geht es los hier. Ja. Man sieht ja im Hintergrund die dunklen Texturen, dass da jetzt gedüngt wird. So. So, natürlich, wenn wir am Ende sind, sollte man nicht vergessen, auf B zu drücken, nicht dass er weiter düngt. Sonst geht unsere wertvolle Fracht hier, unser Dünger, wird dann nachher schneller leer. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen nicht ja, dass es auf dem Feld, dass unser Ertrag steigern soll. So, jetzt einmal bitte wenden. So, wieder in Stellung bringen. Taste 2 drücken und schon geht es wieder los. Natürlich B nicht vergessen. Ja, wenn jetzt hier ein bisschen hier dazwischen stehen bleibt, ist nicht so schlimm. Ja, wenn einer genauer ist, kann er ruhig machen. Ich achte da nicht drauf. Wichtig ist bloß, dass die grobe Fläche hier gedüngt ist. Soll ja auch eigentlich nur, dass man das zeigen kann, dass hier sind ja doch einige oder viele neue LS-Spieler dabei,
nicht nur Ältere, auch Jüngere, die sowas hier, hier vielleicht doch noch ein paar Sachen abschauen wollen. Und ich hoffe, dass ich damit euch hier wirklich ein bisschen damit helfen kann. Alles weiß ich natürlich auch nicht, also deswegen bin ich immer für neue Ratschläge zu haben oder Tipps vor allem. So, ja, mal sehen, wie weit wir jetzt hier noch kommen. Wir haben jetzt ja noch fast 35%. Ich denke, es müsste jetzt auf jeden Fall nochmal rüberreichen. Und dann, ja, wir werden das Ding jetzt hier auf jeden Fall noch leer machen. Auf jeden Fall habe ich jetzt dann schon mal gezeigt, dass es hier mit Mist, wie das funktioniert. Ja, Mist bekommt man nur bei der Kühe. So. Und B drücken und Stopp. So, jetzt werden wir hier eine kleine Ehrenrunde drehen. Jetzt denke ich, den Rest wird auf jeden Fall nicht mehr reichen. Eine Bahnlohne, wenn wir den Rest jetzt hier längs so jetzt nochmal verteilen. So, und da fahren wir so weit, wie wir kommen. Bis das alle ist. So, gleich alle. Zack. So, und jetzt ab zum Kuhstall. So, hier sieht man die Trennwand, Trennfeld zwischen Rüben und Mais. Ja, dumm gelaufen. Wollte ich jetzt hier auch nicht mehr ändern. Ich denke mir, das ist nicht nur mir passiert, das wird euch genauso mal vielleicht passieren. Ein oder den anderen ist das schon mal passiert. Ist nicht so wild. Man muss bloß wissen, wie, wo, was steht und dann dementsprechend, ja, ist ja eigentlich, in dem Sinne eigentlich auch kein großer Fehler. Manche machen ja auch so gemischte Felder. Ja. So, jetzt fahren wir erstmal zum Kuhstall. Dann muss ich ja mal gucken, was die Zeit sagt. Ja, wir sind schon fast wieder ran. Wir werden aber noch eins machen. Wir werden jetzt noch sehen, dass wir bei der BGA mit unserem Radlader das noch schnell noch was nachfüllen. Und dann werden wir dann mit dieser Folge, oder könnten wir auch eine gelegte Folge machen. Das ist ja nicht so wild. Wir wollen ja hier nicht überstürzen. Und keine, dass auch keine Hektik wird, ne? Wir werden jetzt hier einfach den Hänger jetzt hier abstellen. So, wir fahren jetzt hier rum. So. Den gleich schon mal hier in Stellung bringen. So, steht da schon ganz gut. So, dann werden wir hier mal aussteigen. Ja, so können wir den mal stehen lassen. Hier kommt man gut durch. Ja, Mist. Ja, ist gut wie alle. Hier müssen wir erstmal warten, bis wieder Mist haben. So, meine Freunde. Leider sind wir schon wieder mit unserer heutigen Folge wieder am Ende. Ich hoffe, dass ich euch vielleicht ein oder den anderen damit vielleicht zeigen konnte oder vielleicht für euch doch ein bisschen Interesse war. Ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut bei Landwirtschaftssimulator 2013 oder schaut in meine anderen Projekten, wie ich immer sage, einfach Team Delphi eingeben und dann landet ihr schon auf meine Plattform. Da seht ihr dann die Videos oder in die Playlisten etc. So, ja, vor allem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo oder einen Daumen da lässt. Dann sehe ich, dass die Interesse geweckt ist und dass für mich als Hobby mehr der Wille da ist, für euch das zu zeigen. Ich sage für heute, ciao, ciao, haut rein, euer Delphi. Bleibt gesund, Leute. Ciao, ciao.